Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder am Kamin mit uns. Kurt und ich unterhalten uns gerade über die Entwicklung der letzten Wochen und Monate in der Global Harmony Unity. Und es hat sich ja gezeigt, dass eine Rechtsform angesagt war. Und wir sind tatsächlich mittlerweile ein eingetragener Verein. Und der nächste Impuls war tatsächlich jetzt in die Gemeinnützigkeit auch zu gehen. Das heißt, es zeigt sich immer mehr, dass die Global Harmony Unity wirklich in dieser Gemeinnützigkeit, im Dienst miteinander, füreinander steht. Und das ist so besonders auch für uns, dass es eben in die Rechtsformen geht und das auch durch das Feedback vom Steuerberater oder dem Notar, egal wem wir erzählen, was hier geschieht, was sich zeigt in den letzten Monaten und seit letztem Jahr, wie Menschen zusammenkommen, also mit euch allen, die wirklich diesen Ruf, dieses Ja, ich bin dabei, wie ja dieses Codewort, was sich ja gezeigt hat, das war ja wie ein Code, der wie in uns angelegt war, dieses Ja, ich bin dabei, hier jetzt in eine Form auch kommt. Wir hatten gerade jetzt ein Gespräch, wo wir die GHU in einer Art nochmal aufgestellt haben mit 4 Körpern, also den physischen Körper, den emotionalen Körper, den Mentalkörper und den spirituellen Körper. Den haben wir gerade zu 4 aufgestellt. Und in der Mitte ist das Sein, was all das sieht und wahrnimmt. Wie erlebst du jetzt so da waren wir jetzt gerade im Gespräch, die Entwicklung? Was nimmst du wahr? Du bist ja oft jetzt auch bei dem 8 vor 8 dabei, donnerstags im Harmony Live. Du bist ja oft verblüfft auch, wie die Menschen miteinander sind und wie diese Unmittelbarkeit der Begegnung auch ist. Ja, also zunächst war es eine Vision von dir und diese Vision hat mehr und mehr Gestalt angenommen und hat für mich etwas ganz Besonderes entwickelt. Ganz viele sind zusammengekommen und sind eins geworden. Und dieses eine, das aus vielen besteht, ist wie ein Körper, der aus vielen Zellen besteht, aber es ist ein Körper mit einer Absicht dahinter. Und trotzdem entstehen andauernd neue Aspekte. Das heißt, da ist wohl eine Vision im Verborgenen noch, die mehr und mehr sichtbar wird. Und ich bin immer wieder überrascht, wie vielfältig das ist, was geschieht. Und ich lasse mich überraschen, was da noch werden will. Weil es ist ja nicht, dass ich die Vision hatte. Ich habe sie ja nur empfangen. Und auch in diesem Verein ist das Ein drin und auch in der Gemeinnützig ist auch wieder das eine Sein drin. Und das ist immer wieder faszinierend. Wir hatten jetzt jemanden, der das jetzt auch so in diesem Maya-Kalender, nicht astrologisch, sondern durch diese Maya-Strukturen, wie auch immer. Und es ist faszinierend, der 3.10.21, wo im Prinzip dieses Schiff zu Wasser gelassen worden ist, was darin liegt, was das schon auch, wo diese eine Kraft, was auch wie man immer dazu sagt, wie der Plan schon da ist, die Vision schon da ist, die uns alle ruft, so erlebe ich das, die sich uns allen offenbart. Und es ist eher dieses Staunende zuzuschauen, wie sich das entwickelt, was schon angelegt ist. So.
Ja, also was mich am meisten überrascht ist, dass es ruft zwar diese Vision, aber so viele haben viele Jahre schon zum Teil darauf gewartet, gerufen zu werden. Und sie ahnten oder fühlten in sich, manche hatten sogar die absolute Gewissheit, da muss doch jetzt langsam was kommen. Und als es kam, das war die zweite Überraschung für mich, haben sie sofort erkannt, das ist es, worauf ich gewartet habe. Und ich bin bereit, ich bin schon lange bereit und endlich geht es los. Und dann die dritte Überraschung eben, dass viele, die sich zum Teil überhaupt noch nicht kennen, dass die trotzdem eins sind. Das war für mich unglaublich, ist es immer noch, dass so viele, die sich nicht kennen, trotzdem eins geworden sind und als eins in Erscheinung treten und jetzt eine wirkende Kraft geworden sind. Für mich stellt sich sogar so dar, dass wir uns verabredet haben, also schon eins waren und uns daran wieder erinnern oder erfahren, ohne dass man sich scheinbar kennt im Außen. Man kommt zusammen in Zoom oder auch physisch jetzt oder wie auch immer und man kennt sich, man ist miteinander zu Hause, weil wir uns zu Hause wie ja schon verabredet hatten. Mit dem Codewort scheinbar, ja, ich bin bereit. Und in diesen Gesprächen, die ich ja jetzt habe mit Einzelnen, die jetzt sich trauen zu zeigen, das ist ja auch, als würden wie Wellen kommen. Ne? Es waren ganz viele am Anfang, die haben sich gemeldet, ja, ich bin dabei, haben sich zum Newsletter angemeldet. Und dann, jetzt ist es ja, als würde immer wieder eine neue Welle kommen von Menschen, die bereit sind, sich zu zeigen. Und in den Gesprächen gibt es schon rote Fäden, die ganz viele irgendwie gleich erlebt haben. Also viele sind in ihrer Vergangenheit durch nicht nur Leichtigkeit gegangen. Viele haben viel Schmerz und Leid und Schwere und all das erlebt, aber sie sind durchgegangen. Sie haben nicht aufgegeben. Sie sind alle noch da. Wir sind alle noch da und haben dadurch auch, wie wir können nachvollziehen durch eigene Erfahrung, wo viele jetzt noch sind, aber haben in diesem Leiden auch, in der Schwere, die Freude und die Leichtigkeit und diesen Ruf, ja, ich bin bereit, Teil der neuen Menschheit zu sein. Ich bin bereit, egal was ist, mich an den Frieden, an die Leichtigkeit, an die Liebe, an die Freude zu erinnern und das Jetzt zu sein. Also wie viele Menschen fähig sind oder in ihrer Entwicklung jetzt an diesem Punkt sind, in der Global Harmony Unity, es zu sein. Oft ist es ja, wenn wir bei Zoom zusammenkommen, es ist ein Impuls und sie sind das augenblicklich. Also für mich ist einfach bewusst, dass ganz viele, die dazugehören, noch schlafen und auf ihre Zeit warten. Und deswegen erscheint das in Wellen, dass die aufwachen, deren Zeit gekommen ist und dass die dazuströmen und das kann Ausmaße annehmen. Das ist unglaublich, hat es eigentlich ja jetzt schon. Und deswegen sollten wir miteinander hinschauen, was da jetzt noch werden will, damit wir den Weg bereiten können. Ja, und es zeigt sich ja. Ich meine jetzt die ganzen Regionalgruppen, die entstanden sind. Wir haben jetzt gerade im Team gesprochen. Wir brauchen langsam jetzt einen Plan, wann was stattfindet, ne? Wann. Wir treffen uns jetzt physisch ja in Freudenstadt, dann wird es im Norden ein Treffen geben. Es gibt jetzt schon die Zeit auf Zoom, in Stille sich zu begegnen. Es kommt gerade wieder Neues. Es sind so viele
Dinge jetzt schon, dass wir sagen, jetzt brauchen wir langsam wirklich unseren Plan, wann was stattfindet. Und es wird ja immer mehr. So jetzt dein Schule der Zukunft, ne? Die Kinder der neuen Zeit. Alleine dieses Projekt, das jetzt da entsteht, wo so viele jetzt auch bereit sind, da einen riesen dicken Ordnersammlung für die Schule der Zukunft zu digitalisieren und du ja jetzt dabei bist, auch Audios aufzunehmen, das zusammenzufassen. Also jetzt ist die Zeit, wo auch das, was du jetzt gesammelt hast über Jahre, jetzt in Erscheinung tritt. Also auch das, nicht nur die Menschen treten in Erscheinung, sondern auch etwas, was schon da war und auf seine Zeit gewartet hat, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube, dass dieses Thema oder diese Vision Schule der Zukunft, an der ich ja schon 10, 12 Jahre zusammentrage und nie wusste, ob überhaupt das irgendwann mal realisiert werden kann. Aber das musste einfach gemacht werden und es ist auch irgendwie zu einem Abschluss gekommen. Es ist rund und ich glaube, dass solche Projekte auch woanders längst entstanden sind, zu Dingen, die dazugehören, von denen, die noch gar nicht wissen, dass es dazugehört, aber das alles längst Gestalt angenommen hat, weil, wie du sagst, dahinter steht ein Plan, ein Regisseur, eine Kraft, die Dinge zusammenfügt und zusammenbringt, von denen die Einzelteile gar nicht wissen, dass sie dazugehören. Ja, es ist wie von wirklich langer, langer Hand geplant, kosmisch. Und das ist so spannend. Ich habe es jetzt gerade auch gesagt, habe jetzt jemanden auch gerade da in dem Treffen im Prinzip neu 1:1 kennengelernt, wer auf einmal in die Sichtbarkeit rückt. Und viele von denen, die das jetzt vielleicht hören, wissen gar nicht, dass sie auch früher oder später in diese Sichtbarkeit rücken und eine Rolle spielen, also einen Part im Ganzen übernehmen, der vielleicht jetzt noch gar nicht bewusst ist, noch nicht sichtbar, aber er ist schon angelegt. Also es ist jetzt ja auch, was wir haben mit diesem Erblühen und diesen Mandalas und als wären die Samen alle schon angelegt in uns. Und durch das, was jetzt da gerade geschieht, was er aus sich alles heraus geschieht, das denken wir uns ja nicht aus, kann sich keiner ausdenken, kommen diese Samen langsam aus dem Verborgenen, aus der Erde heraus. Erst so ein kleiner Spross, du weißt immer noch nicht, wird das eine Blume, wird das ein Busch, wird das ein Baum. So, das ist unglaublich. Aber schön. Das ist gerade für mich auch so ein Wunder, weil gerade der Samen in Erscheinung getreten ist, dass so ein kleiner Samen, wie eine Eichel zum Beispiel, ja, die ganze Vision der Eiche schon in sich trägt, den Bauplan und alles in der richtigen Reihenfolge. Das ist also alles schon da, aber es ist noch nicht sichtbar geworden. Mhm. Und viele, die dazugehören, die es noch gar nicht wissen, dass sie dazugehören, die stehen noch im Schatten. Und wenn ihre Zeit gekommen ist, treten sie ins Licht und treten in Erscheinung und nehmen ihr ganz selbstverständlich ihren Platz ein, ihren Raum, der auf sie gewartet hat und sind ganz selbstverständlich ein lebender Teil dieser Vision. Und was auch so ist, ist, dass immer dann in dem Zusammenkommen so viel Freude ist, so viel Wertschätzung, so viel Begeisterung, so viel Leichtigkeit und dieses Erfülltsein. Viele haben ja versucht, ihre Berufung zu finden. Was erfüllt mich? Was macht mich wirklich glücklich? Und das ist wie so ein Beiprodukt. Also es ist wie, das kommt auch noch zusätzlich dazu. Weißt du, was ich meine? So, wenn wir zum Beispiel jetzt Zoom, ne, ist automatisch, sind wir alle glücklich. Nicht, weil wir glücklich sein wollen, sondern, und wir sind erfüllt, wir sind alle so satt.
also dieses, das, was viele gesucht haben und versucht haben, es zu finden, was mache ich denn, damit ich das finde, damit ich es dann habe, ist wie ein Beiprodukt. Das ist automatisch mit dabei. Die Freude kommt, die Leichtigkeit kommt, dieses liebevolle Miteinander, das ist wie mit dabei, automatisch. Das ist eine ganz andere Ebene des Seins. Mhm. Ich glaube, dass da eben ein jemand seinen Weg gesucht hat, seine Berufung finden wollte und sich getastet hat und auf einmal tritt in Erscheinung in ihm, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, was wirklich sein Weg ist und dass es jetzt da ist. Und was mich so überrascht, ist dann diese Sicherheit, das loszulassen, den falschen Weg oder den Ich-Weg und seinen Weg zu gehen, weil der auf einmal sichtbar wird. Mhm. Es ist wie ein Wunder. Für mich ist das wie ein Wunder, von dem wir Zeuge sein dürfen. So staunend, was sich da zeigt. Und vorhin in unserem Treffen taucht auch das Wort Göttlichkeit auf. So, was im Miteinander erfahren wird, da ist die Präsenz von Göttlichkeit. Das ist vielleicht jetzt nicht das passendste Wort, aber das wurde da jetzt gerade verwendet. Aber auch dieses, wenn viele in meinem Namen, oder zwei waren es ja nur, jetzt kommen viele in meinem Namen, aber nicht von einem irgendwo Gottbild, in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Und ich glaube, das wird auch gespürt. Da ist so eine, diese Omnipräsenz, die wir alle sind und die aber durchs Miteinander so präsent ist. So. Ja, aber das ist ja die eine Wirklichkeit. Genau. Wir sind ja alle in Wirklichkeit eins. Und das ist ja das Problem der Welt, dass wir das vergessen haben, dass wir in der Illusion der Trennung leben und hier erkennen immer mehr auf einmal nicht nur, dass sie dazugehören, sondern dass sie eins sind, dass wir eins sind, dass auf einmal der ganze Egoismus, ich muss für mich sorgen und so weiter, dass das auf einmal abfällt. Und hier geht es darum, dass das getan wird, was jetzt stimmt. Mhm. Und dass man dann sehen kann, wie das ein Puzzle ist, was seinen Platz hat, was da reinpasst, was dazugehört. Und das ist so interessant, wie jedes Puzzleteil seinen Platz findet und das eine Sein immer mehr Gestalt annimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass es das ist, dass wir gerade die Geburt erleben, dass das eine Sein in Erscheinung tritt. Durch viele. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf das, was noch werden mag.